Jo, einen wunderschönen und herzlich willkommen zurück zu Clicker Hero. Wir waren stehen geblieben bei Web Wat Wet. Den konnten wir uns in der letzten Folge endlich. Ach, hups, falsches Let's Play. Falsches Jahrhundert. So, ja. Ich habe ein paar Ostereier gesammelt. Ich weiß nicht, war irgendwie Spaß. Mal gucken, wie viel ich noch sammeln kann. Ich weiß gar nicht, die Dinger bleiben auch bei der Transaction. Das heißt, wir können wirklich gucken, ne? Aber mal gucken, wie lange die Aktion überhaupt noch gilt. Ich bin sowieso gespannt, verwundert. Aber guckt mal hier. Die Viecher sind hier immer noch alle da. Obwohl ich eigentlich dachte, dass das eine Aktion für den 1. April war. Aber heute ist ja bereits der 2. April. Also entweder läuft die Aktion einfach ein bisschen länger oder ist da tatsächlich eine andere Aktion? Keine Ahnung. Ich würde mal sagen, wir warten noch mal in so 3 Minuten. Dann können wir nämlich noch mal hier einfach mal durchkicken. Weit kommen wir nicht mehr. Ich habe schon ordentlich gekickt. Alter, seht euch einfach mal die Stats an, Alter. Hier einfach. Boom. 1E16 in einer Ascension. Fuck yeah. 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 Das ist schon heftig. Und wir haben die 20.000 knackt, ne? Wir sind bei 20.160. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, was machen wir für die restlichen 2,5 Minuten? Ach, wisst ihr was? Ich kann ja mal gucken, wie ich eigentlich. Ich habe mittlerweile bei meinem Basic-Clicker ein bisschen rumgespielt. Da sind so ein paar Probleme aufgetreten, die ich jetzt beseitigt habe. Zum einen habe ich jetzt bei meiner String Math Library eine komplett erweiterte Error Handling Routine eingebaut. Das heißt, wenn es ne, durch irgendeine mathematische Fehlberechnung dazu kommt, dass irgendwas ne, intern nicht mehr funktioniert, kommt direkt eine Fehlermeldung, bei welcher Funktion, welche Eingabewerte, welche Ausgabewerte das ergeben hätte und so weiter. Dies, das, Ananas. Ja, das war das Falsche. Ich hätte gerne Basic Clicker und nicht mehr Safe Editor. Und außerdem habe ich auch noch ja, so internes Blabla, dass halt zum Beispiel beim Multiplizieren die Zahlen erst normalisiert werden. Aber ich hatte zum Beispiel Probleme hier unten mit diesem Balken, der immer lang läuft, dass der immer eine Weile lief und dann aber verschwand auf einmal, weil irgendwie, ja, nicht so ganz schön und sauber und so. Jetzt ist aber alles ganz schön und sauber. Habe ich einfach hier alles als Bugfixes zusammengefasst. Man kann auch jetzt, ich weiß gar nicht, ob das schon. Das hatte ich letztens gezeigt gehabt, aber ich weiß sonst noch nicht, ob ich das gezeigt hatte. Man kann jetzt quasi immer hier ne, seine MPL verringern. Also hier diese Monster per Level. Allerdings für sehr teuer Geld. Das heißt immer, also am Anfang kostet es keine Ahnung mehr wie viel, also ein paar Angel Souls, Demon Souls. Es wird aber bei jedem Mal, ne, eins weniger, wird es vierfach so teuer. Nicht nur doppelt so teuer, sondern vierfach so teuer. Das heißt also, das übernächste kostet dann schon 16, das übernächste dann schon 64. Ja, es wird also sehr schnell sehr teuer. Ja, ansonsten mehr eigentlich nicht. Achso, siehst du, es gibt jetzt auch noch Goldbonus. Ne, hatte ich irgendwie komplett vergessen. Ich hatte zwar DPS und DPC-Bonus, aber es gab irgendwie keinen Goldbonus am Anfang. Und jetzt habe ich halt auch einen Goldbonus hinzugefügt. Der ist genauso wie DPS und DPC, einfach fest 100% pro eine Soul. Also auch sehr preiswert. Und ja, das war's eigentlich. Mehr hatte ich hier erstmal so nicht getan. Dass ich hier ein paar neue Monster hinzugefügt habe, ist ja mittlerweile allseits bekannt. Ne? Nana, Hachi und Q. Meine 3 Japanisch-Schlampen. Jo. Ich habe mittlerweile 4 Autoklicker. Ja, ich könnte mir einen 4. Autoklicker kaufen. Der nächste kostet jetzt schon 6.000 Demon Soul. Das wird also schon ganz schön teuer. Eigentlich, aber auch nur eigentlich, könnte ich eigentlich das hier auch für hier unten verwenden.
dass der Wert nicht nur immer mal 4 genommen wird, sondern exponentiell ansteigt. Wobei, das könnte auch schon wieder zu teuer werden. Ich meine, ich habe jetzt schon bei 4, ne, ich habe jetzt um 4 Level gesenkt. Um 4 Level. Um 4 Monster gesenkt pro Level. Und um auf 5 zu kommen, müssen wir jetzt halt schon 1024 zahlen. Gut, jetzt kann man sagen, okay, das ist später Peanuts. Ich meine, ich habe jetzt schon wieder fast 5000. Ne? Nach dem nächsten Aufstieg habe ich dann 4600. Eigentlich könnte ich auch mal aufsteigen. Viel mehr reißen kann ich jetzt eh nicht mehr. You will keep your huge click combo oft. Achso, ja, gut, ey. You will get your 2080 Demon Souls waiting for you. Booyah, booyah, booyah. So. Dann machen wir mal direkt Auto rein. Einfach mal neu machen hier. Und jetzt habe ich auch, weil es so viele Fehler gibt noch, also jetzt nicht mehr, aber weil es so viele Fehler gab und das beim Fehler herausfinden immer blöd war. Bisher war es ja so, wenn man das Spiel gestartet hat, wurde das Save Game geladen. Wenn man das Spiel beendet hat, wurde es gespeichert. Wenn das Spiel aber intern abgestürzt ist, wegen Mathematikfehler oder einfach an sich abgestürzt ist, dann hat das Spiel aber aus Sicherheitsgründen einfach beendet. Und deswegen ist es jetzt so, dass immer wenn man ein Level weitergeht, also ins nächste Level geht, dass dann intern auch nochmal gespeichert wird. Das heißt, wenn jetzt das Spiel irgendwie crashen sollte oder abstürzen sollte oder sowas, dann ist nur das verloren, was man im aktuellen Level, also maximal 10 Monster, also das Gold von 10 Monstern ist dann quasi hin. Maximum. Mehr nicht. Ne? Weil teilweise habe ich das Spiel halt jetzt auch schon laufen lassen, so, dann habe ich so, weiß nicht, bis Level 200, 300, 400 gespielt. Und dann kam aber wieder so ein Crash. Ja, war der gesamte Aufstieg umsonst. Weil nicht gespeichert. Wie gesagt, der Crash ist jetzt zum einen raus. Jetzt funktioniert die Math Library. Also ich habe zumindest keine neuen Fehler mehr gefunden. Sagen wir mal so. Und vor allen Dingen jetzt wird es, wie gesagt, kontinuierlich gespeichert. Ich habe es erst gemacht, dass nach jedem Monster gespeichert wird, aber ich weiß nicht. Das wäre ein bisschen too much. Gerade wenn man das Spiel jetzt vielleicht vom USB-Stick oder sowas spielt oder so. Ne? Das wäre einfach eine unnötig hohe Beanspruchung des Datenträgers. Muss nicht sein. So, hier können wir mittlerweile nochmal loslegen. Dann machen wir das auch mal. Bam, bam, bam. Und die anderen vier. Bam. Dann geht's all los. Mal gucken, wie viel wir nochmal schaffen. Na, geht relativ langsam. Man sieht jetzt hier die Zahlen nicht mehr. Scheiß die Wand dann. So. Alter, wir haben gerade schon 10-fach Booster bekommen. Ich versuch's mal. Mal gucken, wie lange der Boss braucht. Ich glaube, fast weiterzumachen ist ein sinnloses Unterfangen. Ich komme nicht mehr viel weiter. Ich meine, ich muss auch dazu sagen, ja, also das muss man auch mal so festhalten. Ich bin bereit, hinter der Grenze der vorherigen Transcension, ja, wir machen schon Gewinn. Wir haben jetzt schon 22 und haben trotzdem noch in dieser Ascension 1E8 geschafft. Na gut, sagen wir mindestens 1E7. Aber trotzdem, ist schon ganz schöner Zuwachs. Also, das muss man so auch schon mal sagen. Von daher, wenn die Ascension jetzt auch an der Stelle auch vorbei ist, ist das ein verdienter Rückzug, ja? Es ist verdient. Ich habe heute sowieso massig Ascension gemacht. Guckt euch das mal an. Hier. Gut, die hier war sehr lang, weil das die war, die ich über Nacht gemacht habe. Klar, das hier war ja unsere gestrige Ascension, unsere erste richtige. Deswegen ja hier von 0 auf 3, weil da halt die drei Quick Ascensions zwischen waren. Ja, wie gesagt, das hier war halt über heute Nacht. Und dann aber hier unter 3 Stunden, sogar unter 2 Stunden, knapp, also etwas mehr als 2 Stunden gerade mal. Jetzt die letzte auch nochmal, ne, so 3 Stunden, weil ich da halt auch, aber das war deswegen, weil ich da privat noch ein bisschen was gemacht hatte. Wie gesagt, ne, hab ja Schule auch noch. Und die jetzige, die lasse ich jetzt noch ein bisschen, ne, die habe ich jetzt gerade noch ein bisschen lang gezogen, weil ich jetzt halt die Aufnahme machen wollte. Aber an sich, die Ascension heute, die ging alle super flott und super zackig.
Aber guckt euch mal die Unterschiede an. Wie gesagt, hier alleine, ja, bei der 2-Stunden-Ascension, das ist nicht mehr normal. Das ist ein Anstieg von, wie gesagt, mindestens 1,6. 1,16. Na gut. Sagen wir 1,15. Aber trotzdem war das eine 2-Stunden-Ascension und ich habe 1,15 geschafft. Alter Schwede, das ist krank. Das ist echt geil. Mag ich so. So, jetzt machen wir hier nochmal weiter. Mal gucken, ob wir jetzt den nächsten Mal schon schaffen. Ja, wie gesagt, viel weiter kommen wir nicht. Also beim nächsten Boss bleiben wir jetzt wieder hängen. Easy, ist halt so. Was wir aber mal machen könnten, wären mal hier anfangen, die Ancient Souls ein bisschen auszugeben, ne? Mann, ich will die Eier hier nicht entfernen, aber die sind halt so provokant im Weg, ja? Könnt ihr sich diese ganzen Eier einfach alle hier aufhalten? Oder ich mache die Eier, die hier sind, die Eier, die hier sind, mache ich weg und lasse aber die Eier, die da hinten sind, die im Spielfeld sind, die lasse ich einfach da. Wobei, es wären jetzt gerade mal zwei, okay, drei Stück von, ne? Mehr als die Hälfte wäre hier. Das kann ich nicht zulassen. Gut, was wir mal machen, wir haben 80 Stück. Tja, bringt hier von irgendwas? Mal kurz, wie sind unsere aktuellen Stats? Primal Chance, viel zu hoch. Brauchen wir uns überhaupt nicht drum kümmern. Treasure Chest Chance, viel zu hoch. Brauchen wir uns gar nicht drum kümmern. Monster Pearl, also Kumawakamaru, viel zu hoch. Brauchen wir uns gar nicht drum. Digga, minus 15 Monster, obwohl ich schon bei 20.000 bin. Alter, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ganz ehrlich? Das hier war komplett useless. Brauchen wir nicht. Also, hätten wir stecken lassen können. Guck mal, was wir jetzt angerichtet haben. Das ist doch nicht mehr gesund. So, Treasure Chest ist auch viel zu hoch. Das heißt, da brauchen wir auch nichts mehr reinstecken. Vorerst. Primal Chance, wie gesagt, auch nicht. Das heißt, eigentlich sind die hier unten, die alle hier unten sind, komplett useless. Wir könnten uns also jetzt tatsächlich vielleicht doch auf die beide konzentrieren. Ne? Dass wir zum Beispiel mal die Bosse ein bisschen schwächer machen. Gucken wir uns mal ein bisschen um hier. Babos. Wo ist Babos? Ist ja zwei Boss gekriegt. Wie viel haben wir denn derzeit? 24. Oh. Was heißt, normalerweise hätten wir jetzt 26, wovon zwei abgezogen werden. Naja, der bringt aber zwei mehr, auch nicht mehr allzu viel. Mal gucken, wie teuer der Typ ist. Wo ist denn der jetzt so? Da. Effektivität von 50. Wenn ich dem 4 Level gebe, dann sparen wir immerhin 6 Monster ein. Das heißt, wir hätten hier nur noch 20. Das bringt halt eher wenig. Okay, gucken wir mal bei Kronos. Komm, den mach ich auch noch rein. Hier, leck mich. Oh. Kronos. Da haben wir Bossfight-Timer. Der sieht aber relativ gut aus. Wie viel haben wir? Naja, 50 Sekunden. Viel mehr bringt da auch nichts. Viel mehr macht da auch keinen Sinn. Nee, komm, das lassen wir alles so. Das ist alles. Ist, so wie es jetzt gerade ist es alles relativ gut. Das heißt, wir können die fast 80 doch woanders rausballern. Am sinnigsten wäre jetzt eigentlich hier die beide. Nein, also, na gut, okay, der ist nicht unbedingt. Aber vielleicht stecken wir doch noch hier ein bisschen was rein. Kost. Wie viel würden 10 Level kosten? 155. Oh, wir können schon nichts weiter. So.
Ich bin mir halt ultra unschlüssig. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas was bringt. Ich will jetzt aber auch nicht auf Teufel komm raus ausgeben, weil das Problem ist, ne, ausgeben kann man die zwar, aber zurücknehmen kann man halt nur durch eine Transaction. Und ne, jetzt einfach mal Transcenden, wo wir die Scheiße gebaut haben, ist halt, wäre halt auch dumm. Deswegen will ich halt schon überlegt handeln, aber überlegterweise macht hier nichts mehr Sinn. Oder zumindest weiß ich nicht, was hier Sinn macht. Ich hab's getan. Tut mir leid. Tja, das kostet auch 155. Ist auch definitiv zu teuer für das, was es bringt. Nämlich gar nichts. Also wir könnten hier halt 10 Level reinbuttern. Das wäre eine Effektivität von, ja, 500%. Das heißt, dass minus 2 Monster mal 6 minus 12 Monster. Naja, da hätten die Bosse immer noch die halbe Stärke. Das für 10 Level. Ich sehe auch nicht, ob das so effektiv ist. Ich glaube, wir lassen es tatsächlich so, dass wir es hier reinbuttern. Ach, fick die Wand. So, ich hab's getan. Tut mir leid. Haben wir wenigstens mehr als das Doppelte an Hero Souls. Jetzt haben wir immer noch 10, 12. Ach, die lasse ich doch erstmal da. Gut, dann würde ich mal sagen, wir senden. Ja. Guck mal, wie viele Eier. Und guck mal, wie viele Rubine. Also, es ist so, das ist alles so falsch. Digga, wir kriegen andauernd 2 Rubine. Hallo, wie hoch ist unsere Wahrscheinlichkeit? Ist die fast bei 100% oder was? Oh ja, plus 86%. Lol. Das heißt, wir bekommen einfach mal pro Ascension 50 Rubine. Wollt ihr mich verarschen? Das ist schon ein bisschen krank. Oh Gott. Ey, wisst ihr was? Morgen machen wir eine Transcension. Ich glaube, wir machen, ne, von morgen bis übermorgen. Machen wir mal einen kleinen Test. Und zwar, morgen mache ich, also bis morgen spiele ich ganz normal weiter, also ganz normal, also so wie halt bisher. Morgen transzenden wir dann. Und die Transzension, die dann von morgen startet, mache ich nur bis übermorgen, also ein Tag. Dafür mache ich aber keine Ascension, sondern die gesamte Transzension über nur Quick Ascension. Also immer wenn ich, ne, wenn ich stecken bleibe. Statt zu ascenden, einfach eine Quick Ascension, um weiterzumachen, ne? Mal gucken, wie gut das funktioniert. Einfach, weil wir so massig Rubine haben. Einfach mal just for fun. Komm, ganz ehrlich, scheiß die Wand an. Einfach mal just for fun. Würde mich halt schon interessieren, wie schnell wir da wie weit kommen. Ich meine, ich würde denn über die gesamte Transcension keine Rubine verdienen, ne? Klar. Aber wir haben ja, wir haben massig, also komm, da brauchen wir uns keine Sorgen drum machen. Ich habe irgendwie gerade so Pickelgeschwür, kann das sein? ja, okay. So, wir machen Ascension, klar. Ach, siehst du, wie viel haben wir jetzt dazu bekommen? Alter, wir haben jetzt schon 50. Und heute ist gerade mal der erste Tag von, ne? Ich muss morgen eigentlich, morgen ist eigentlich der Tag, wo ich die ganzen Ancient Souls farmen wollte. Nicht schon heute. Das ist ja heftig. Bin ich mal gespannt, wie viel wir bis morgen bis zur Transcension bekommen.
Also auf jeden Fall weit über 75. Das ist auf jeden Fall klar. Vielleicht sogar schon 100. Mal gucken. Mal gucken, ob wir die 100 knacken. 100 Ancient Souls bis morgen Abend. Wäre geil. Und ganz ehrlich, wir haben jetzt schon 60. Und alleine in der letzten Ascension habe ich weit über 30 bekommen. Oder? Doch, Mist. Scheiße, jetzt weiß ich gar nicht, wie viel ich gerade hatte. Vor der Ascension. Da hatte ich irgendwie 25, oder? Egal, auf jeden Fall. Es klingt realistisch, glaubt mir. Weil es fehlen ja bloß noch 40 bis zu 100. Und 40 Ancient Souls krieg ich morgen locker zusammen. Aber sowas von locker. Also, ich bitte euch. So. Interessiert gerade keinen? Wir machen mal hier. So, dann machen wir mal. Achso, ne? Erstmal immer schön speichern. Weil kleiner Ronny macht immer Fehler. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Genau. Einmal ersetzen. Gnadenlos alles ersetzen. Okay, ich setze erstmal bei 3. Vielleicht wieder 3,5 oder so. Mal gucken. So, 3 was? 3,39. Alter, 3,39? Holy shit. Holy. Okay. So ist gar nicht schlecht. So, 3,39. Könnte das tatsächlich gut, könnte gut getroffen sein. Mit 330. Vielleicht noch 3,539. Mal gucken. Werden wir denn gleich sehen. Erstmal mache ich alle auf ein brauchbares Level. Ah, ne, ich glaube, 3,5 wird schon zu viel. Und ich glaube, ich schaffe die unteren auch nicht ganz auf 3, ich lasse die unteren mal definitiv bei 2,39. Ich lasse erstmal bei 1,39. Vielleicht war es mit 3,39 doch schon ein bisschen zu heftig. Ich meine, für oben ist ganz gut. Ne, oben schon auf 3,39 zu gehen, war jetzt kein Fehler. Aber hier unten auf 3, schon alleine auf 2,39 zu gehen, wäre definitiv ein Fehler. Weil das kostet jetzt jeweils fast 1,78. Und wir haben gerade mal 5,78. Also, ich meine, gut, wir könnten hier locker auf 1,5. Das können wir machen. 1,5 ist drin. Ich mache trotzdem erstmal die teuren Viecher hier. Die hier. Ja, eigentlich müsste überall 2,30 stehen, aber es ist einer natürlich wieder Rundungsfehler hier. Wer kennt's nicht? Oh, 2,78? Okay, ich lasse die einfach mal auf 250. Ich meine, Admin kann ich vielleicht noch 5 Level geben, aber Admin ist ja auch so eine Ausnahme. Wobei, ganz ehrlich, wir hatten eine Primal Chance von 200%. Minus 55 Monster. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nee, von daher, Admin lassen wir. Wir haben jetzt schon, wie gesagt, eine Primal Chance von, also in den hohen Leveln von 200%. Da muss ich dem jetzt nicht doch die letzten paar Level geben. Da lasse ich die lieber als Angriffsstärke. Ich glaub, wir sind so schon mehr als gut genug aufgestellt. So, mal gucken. Ich mache die mal auf, wie gesagt, auf 0,5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, das sollte reichen.
2 traue ich mir nicht ganz. Normalerweise, also ich könnte die auch wahrscheinlich auf 2 machen. Mache ich das auf 2 oder mache ich das nicht auf 2? Eklas ist komplett ehrlich. Scheiße, die waren dann. Ich hole mir mal Anrufjoker. Achso, halt erstmal hier die Dinger hier, ne? Open All. FBI, open up. Ich kann ja mal wieder unser, wie sagt man? Orakel befragen. Habe ich sogar noch offen. Was sagst du denn dazu? Oh ja, 3 war definitiv zu hoch. Ach du Scheiß, die Wand an. Und hier würde er tatsächlich auf 5,7 gehen. Alter Schwede. Jahu! Also, ich optimal Level 2,878. Wir haben doch, also, ja, YouTubers heute ist da drüber. Hä, aber wo kriegt er denn so viel wieder raus? Achso, weil er die alle auch noch hochlevelt. Ja, wir sind gut aufgestellt. Wir sind ganz, ganz gut aufgestellt. Also, da kannst du Kim erzählen, irgendwie, dass wir hier, ne? Also. Ich meine, ich habe bei der einen Ascension 1E15 geschafft, ja? Meine Strategie muss funktionieren. Jetzt mal no joke. Ja, ich bin der No Joe. MC No Joke. MCNG. Yo, was geht ab, mein Digga? Diese ganzen Ostereier hier, ey, das ist so dumm, das ist so. Warum ist dieser? Vor allem, ich würde lachen, wenn wir es jetzt wirklich schaffen sollten, die alle hier zu lassen, ne? Ich meine, wenn ich irgendwann neu laden muss, weil ich irgendwie Scheiße baue, dann verschwinden ja alle leider. Aber vielleicht, ne, schaffe ich das hier komplett ohne Neuladen. Und mal gucken. Wenn denn die Aktion vorbei ist, dann müssten die Eier trotzdem noch hier bleiben. Dann kriegen wir zwar nie wieder neue dazu. Aber die vorhandenen, die müssen zumindest da. Siehst du, bleibt denn auch der Bug da? Das ist eine gute Frage. Gute Frage. Ich bin ein bisschen. Ja, übrigens, ich weiß gar nicht. Hatte ich das schon erzählt? Das ist mir gestern, glaube ich, passiert, ne? Das ist mir gestern passiert und ich habe es auch schon erzählt. Ich habe bei einer Ascension. Da habe ich geistesumnachtet so gemacht und dann ist mir später im Spiel später noch dennoch eingefallen, ach Scheiße, du hast ja vergessen, das Ding hier zu aktivieren. Ja, es fehlt aber noch was. Hier sind keine Autoklicker. Das ist mir aber erst nicht aufgefallen, weil es ja trotzdem schon losgeht, ne? Hier ist ja alles, es läuft ja alles. Aber mir ist dann irgendwann aufgefallen, dass ich dann irgendwie so schon in Ebene, weiß nicht, ja, auf jeden Fall schon extrem früh stecken geblieben bin, wo ich mir so dachte, hä? Was ist jetzt los? Warum bist du auf einmal so ultra schwach? Hast du irgendwas kaputt gemacht? Hä? Hast du das Handbuch nicht gelesen? Ja, und dann ist mir viel Schuppen von den Augen gefallen, als ich meine Combo betrachten wollte. Da ist keine Combo. Ja, und dann habe ich irgendwann mitten in der Ascension. Als die Ascension eigentlich schon hätte vorbei sein können, von der Zeit her, habe ich dann erst die Autoklicker raufgesetzt. Danke dafür. Warum gibt es hier nicht so wie bei Autos, ne? So ein kleines Kontrolllämpchen mit Achtung, du hast Licht angelassen oder Achtung, Tür ist offen, ne? Hier so ein Kontrolllämpchen, das heißt, Achtung, du nutzt keine Autoklicker, obwohl du die hast, Volldepp. Sowas wäre eigentlich sowas. So, müsste zur Standardausrüstung gehören. Zur Standardausstattung. Ich weiß nicht.
Ah ja. Dumm gelaufen. Aber gut. Ich glaube, mir ist es jetzt einmal passiert. Ab jetzt wird es mir nie wieder passieren. Weil ich jetzt immer peinlich genau darauf achten werde, dass ich auch wirklich die Autoklicker hier drauf gesetzt habe. Es gibt manche Trauma, die verblassen nicht. Definitiv nicht. So, was ist hier eigentlich? Achso, genau, die sind alle auf Pausenposition. Die warten alle auf morgen auf die Transcension. Ja, ich nutze jetzt wirklich nur noch wieder für Gold holen, für die Transcension immer. Das ist das einzig Sinnvolle, wofür man die verwenden kann. Der hat sogar eine ganz große Goldmission. Hä? Bringt aber weniger als er? Hier ist der Reward 2E21 und hier 9E22, aber hier unten steht E17. Muss ich das verstehen? Stimmt, der Wert hier wird gar nicht aktualisiert. Weil hier, die Werte, die verändern sich immer, aber der hier nicht. Warte mal ganz kurz. Geh mal raus und wieder rein. Jetzt hat. Okay, das heißt, dieses On the Fly verändern oder aktualisieren ist nur dann, wenn die Quest bereits fertig ist. Ist ja interessant. Na gut, auf jeden Fall, wie man sieht, ne? Der hier umbringt am meisten. Der bringt das Vierfache von dem hier. Ist auch klar, ist ja hier, wie gesagt, das ist eine Tagesquest. Die sollte auch schon gut viel Gold bringen. Oder er stirbt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Hoffen wir zwar nicht. Denn noch eine 24-Stunden-Quest kriege ich auf jeden Fall nicht rein. Und die 24-Stunden-Quest wäre schon ein ordentlicher Bonus. Ein ordentlicher Booster für morgen denn. Für nach die Transcension. Ich bin schon echt gespannt morgen auf die Transcension denn. Vor allem auf nach die Transcension, wenn ich denn nur noch ein Quick Ascension machen möchte. Das wird schon heftig, wird das. Oh, 486er war da gerade. Ha. Na gut, in dem Sinne würde ich mal sagen, ich kann dich jetzt erstmal minimieren. Und dann bitte weg. Oh, mein Basic-Licker läuft noch. Ja, ich soll doch mal ein paar Monster kaufen hier. Ein paar Helden. Ach, Mist. Hat doch nicht ganz gereicht. Auto. Ja, mittlerweile kommen nur noch Goldies, weil ich sowohl bei Kritschern als auch bei Chess mittlerweile eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1 habe. Die sind quasi ausgemaxt. Heißt also, jeder Treffer ist ein kritischer Treffer und jedes Monster ist ein Goldschatz. Und ja, es steht, man könnte sich hier noch mehr kaufen, aber der Button macht halt nichts mehr. Der ist quasi jetzt komplett useless. Ich könnte auch eine Funktion einbauen, dass er jetzt quasi ausgegraut wird, der Button, genauso wie der Button. Aber ganz ehrlich, wer so dumm ist und draufklickt, naja, der ist halt so dumm. Pech. Was soll ich dazu jetzt sagen? Hä? Hups, ich habe die ersten vier übersprungen. Okay, ich konnte mir direkt hier High-Level-Monster kaufen. Mein Goldbonus macht sich echt ausgezahlt. Holy shit. Ich brauche definitiv noch weitere Helden. Ich bin jetzt schon am Ende der Fahnenstange. Okay, ich bin auch schon relativ weit, ne? Also, hier hinzukommen dauert normalerweise ein bisschen länger. Ich spiele jetzt auch schon ein paar Tage, ist ja jetzt hier mein normaler Spielstand, mit dem ich auch wirklich aktiv spiele. Halt, um ein Spiel zu testen. Von daher ist der Spielstand existiert jetzt schon seit, naja, fast 5 Tagen. Seit fast 5 Tagen spiele ich aktiv hier mit dem Spielstand. Von daher ist das schon ganz akzeptabel.
Naja, was soll's. Na gut. In dem Sinne würde ich dann mal sagen, schau mit V und dann sehen wir uns morgen zur Transcension. Zu einer hoffentlich sehr schönen Transcension, wo wir hoffentlich 100 Ancient Souls bekommen, mindestens. Was aber, wie gesagt, eigentlich sein dürfte. Also, ich kann mir nicht vorstellen, außer ich habe jetzt morgen irgendwie ganz viel zu tun, weswegen ich absolut nicht zum Spielen komme. Kann ja passieren. Aber eben, da müsste schon was heftig dazwischen kommen, wodurch ich heftig abgelenkt bin. Oder ich muss heftig keinen Bock haben. Kann auch sein. Dass wir da nicht auf die 100 Ancient Souls kommen. Aber das werden wir dann morgen sehen, wie weit wir gekommen sind. Bis dahin, schau mit V. Ja.